musst sagen und Action. Du musst sagen und Action. Sag einfach und Action, dann machst du. Und. Jawohl! Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben heute was ganz, ganz Besonderes. Weil viele von euch kennen ja schon meine beste Freundin. Das sind die Snapchat-Army. Die Bros wissen immer Bescheid. Wer auf Snapchat folgt, weiß natürlich auch, wer mein Squad ist, wer meine Leute sind. Aber ich habe auch für euch heute jemanden ganz besonderen mitgebracht. Und wer kann das anders sein als meine beste Freundin, Katrin Tremme! Schön, dass du da bist, Katrin. Du hast das geschafft. Zum allerersten Mal bist du heute bei mir zu Hause. Naja, so weit raus. Das ist zu weit, gell? Das ist ja nicht wert, gell? Für einen besten Freund 30 Minuten fahren. Das ist ja nicht so lange wohnt jetzt auch nicht da. 2 Jahre. In 2 Jahren hat sie es als beste Freundin nicht geschafft, einmal herzukommen. Heute nur, weil das so unglaublich fad war, dass da nichts anderes eingefallen ist. Gell? Ja. Und du bist gleich eingespannt zu einem YouTube-Video. Was haben wir heute Nettes zu erzählen? Eine Geschichte. Aus Max' Leben. Aus unserer gemeinsamen Zeit. Seit 5 Jahren sind wir mittlerweile beste Freunde. Du hast immer wieder am eigenen Leib erfahren. Du bist einer der wenigen, der Handvoll Freunde, die mich tatsächlich bis zum kleinsten Detail wirklich kennen. Das stimmt. Und ja, es war nicht immer lustig. Manchmal habe ich auch geweint. Aber im Nachhinein kann ich schon drüber lachen. Fuck you. Über den Großteil. Nicht über alles, aber ja. Und du hast uns heute eine Geschichte mitgebracht, über die du auch damals lachen konntest. Das, naja, im Nachhinein. Kurzfristig hatte ich ein bisschen Panik, aber... Ja, jetzt ist ziemlich witzig und feiere ich schon ziemlich. Sehr gut, und diese Geschichte werden wir euch heute erzählen. Wie lange ist die Story jetzt her? Wann war das? 2013? Also 4 Jahre? 4 Jahre schon, also da, wo du gerade die Matura gemacht hast. Richtig. Abitur heißt es in Deutschland. Genau, ich war in der Schule und wir hatten dieses Foto-Ding, wo man Schulfotos halt macht. Klassenfotos halt, klassisch. Richtig. Ich habe den Max gefragt, ob er mich von der Schule abholt. Ja, er hat mir dann 1 Stunde zu früh geschrieben, mich bombardiert quasi mit Nachrichten, in welche Klasse ich gehe. Ich soll ihm den Namen der Klasse sagen. Es war damals die 5AK. Ich habe mir gedacht, er macht irgendwas, er kommt rein in die Klasse oder sonst was. Wollte sie nicht sagen. Die Klasse prank. Aber ja, irgendwann habe ich mir dann gedacht, ja wurscht, ich sag's ihm halt. Ich weiß auch eigentlich gar nicht, warum ich da... Ja. Ja, Gott sei Dank hast du mir es gesagt. Was? Ich habe mich nämlich in der Zeit verschätzt und war 1 Stunde zu früh in der Schule. Habe halt 1 Stunde warten müssen, bis sie endlich mit ihrem Kackunterricht fertig ist. Und mir war langweilig, komplett langweilig. Und ich habe halt beobachtet, dass da Schulfotos gemacht werden. Und dann habe ich mir gedacht, wieso schummle ich mich nicht einfach auf dieses Schulfoto? Gott sei Dank warst du dumm genug, mir zu sagen, in welche Klasse du tatsächlich bist. Wie es dann weitergegangen ist, habe ich da auch erst einen Monat später erzählt. Eigentlich hast du es gar nicht erzählt. Ich habe es da gar nicht erzählt, oder? Erst wo du es gesehen hast. Gut, was habe ich gemacht? Ich bin zu dem Fotografen hin und habe gesagt, Entschuldigung, Entschuldigung, bitte, ich bin der Max Berger, ich bin leider viel zu spät, ich gehe in die 5AK und ich muss unbedingt noch auf dieses Schulfoto, weiß aber nicht, was ich machen soll. Und habe dem die ärgste Geschichte reingedrückt, damit er noch Fotos von mir macht. Habe mich dann einfach hingesetzt, ein paar nette Fotos gemacht und war fertig mit dem Fotoshooting. Dann habe ich dich abgeholt und habe... so getan. Als wäre nichts. Ich hab halt, ich wollte schon wissen, warum er meine Klasse wissen wollte, aber natürlich hat er es mir nicht gesagt. Aber ich war froh, dass zumindest nichts passiert ist in dieser letzten Stunde. Ja, und was ist dann passiert? 1 Monat später haben wir die Schulfotos bekommen und da am Klassenfoto, ich weiß nicht, ob man es sieht, ah jetzt, Max Berger. Max Berger. Also da haben wir die ganzen anderen, die in die Klasse gehen. Hey, da vorne. Da unten bin irgendwo ich. So. Ah, da bist du. Da ist die Katrin. Und am Schulfoto erscheint dann auf einmal Maximilian Berger. Um einiges jünger noch, aber er ist da.
Was hast du dir gedacht, wo du die Schulfotos bekommen hast? Ich habe es extrem lustig gefunden. Vor allem alle aus meiner Klasse so, wer ist das da auf dem Foto? Und dann musste ich es ihnen erklären. Und sie haben es eher nicht so witzig gefunden. Komisch. Der allerletzte Schulfoto gemeinsam, das sie für immer in Ehren halten werden. Und wer ist mit dabei? Ibims, Max Berger. Ja, und wir sind dann sogar mal bei meiner Maturafeier zu meinem Klassenvorstand hingegangen und haben sie erzählt. Ich war dann sogar noch mit euch gemeinsam auf Maturareise. Das ist eigentlich witzig. Das stimmt. Eigentlich warst du mit uns in der Klasse. Eigentlich schon. Also ich hätte es zumindest belegen können, wenn mich wer gefragt hat. 3 Jahre älter, aber wurscht. Max Berger ist mit am Start. Kein Problem. Ja, krass, da wirklich. Das ist aus wie 12. Wenn das vor 4 Jahren war, war ich 21. Moin. Süß, gell? Ich habe heute leider kein Foto für dich. Und das war die Story. Einfach mal ins Klassenfoto geschummelt. Wir waren gemeinsam in der Klasse. Mit deiner besten Freundin. Was gibt Schöneres? Das ist eine von tausenden solcher Stories. Wenn ihr wieder mal so eine Story aus unserem gemeinsamen verrückten Leben. Wie ist es mit Maximilian? Max Berger. Wie ist es mit Max Berger, aka Maximilian, befreundet zu sein? Wenn ihr wieder mal so eine Story wollt, dann schreibt das unbedingt in die Kommentare. Katrin wird sich natürlich auch sehr freuen, wenn die wieder mal vor der Kamera sein wird. Ich liebe Kameras. Überzeugender. Sie freut sich sehr. Lasst den Kommentar da, unbedingt ein Like da lassen, wenn ihr die Stories feiert. Ich verlinke dir jetzt noch hier ein Video und über Katrins Busen noch ein Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Bis zum nächsten Video. Euer Maximilian und eure Katrin. Tschüss. Wie fühlst du dich jetzt? Extrem angespannt. Ja, die Follower werden kommen.